Hi Leute, zum heutigen Let's Play Brickforce und ja, ich habe jetzt mal die Grafik eine Stufe runtergetan, weil ich hier so vielleicht besser aufnehmen kann. Falls das nicht der Fall ist, werde ich die Ingame einfach wieder hochstellen. Ja, und heute erstmal noch eine kleine Info. Und zwar kann man jetzt theoretisch gesehen 150 Rüstung haben, indem man sich hier das Feuerdrachen-Outfit oder das Greifen-Outfit kauft oder das Hexer-Outfit, denn hier, das sind so Buff-Outfits, also Items praktisch, haben auch 6 Sterne hier, wie man sehen kann. Und die haben unabgegradet, also ohne dass man sie upgradet, schon hier Bonuspunkte. Eben hier 10% XP, 5 Rüstung, 4 XP und Forstpunkte, 3 Rüstung, 2 Rüstung und 2 Glück. Also kann man insgesamt auch 10 Rüstung mehr haben. Beim Greifen Outfit ist eher mit Forcepunkten und so, also nicht mit beziehungsweise mit Glück und Bonus XP, also nicht mit Rüstung, dass man da mehr bekommt. Und beim Hexer-Outfit ist es nur bei Maske, Kapuze, Hose und Hose so. Und bei dem Dings hier. Und ja, also auch keine Rüstung dazu. Ach ja, und beim Ork-Kostüm noch, das habe ich vergessen. Ja. Hier ist dasselbe wie beim Feuerdrachen-Outfit. Und die Items kann man auch schenken. Und dann gibt es auch noch Waffen hier. Die X-Armbrust, die hätte ich mir fast gekauft, aber die kann man auch schenken, okay. Habe ich mir aber doch nicht gekauft hier. Höllenfeuerarmbrust, die soll nicht so gut sein. Also wenn man einen Headshot macht, macht sie trotzdem sehr wenig Schaden. Und hier die Magazinarmbrust habe ich mir gekauft, weil die ja eigentlich viel Feuerrate für eine Armbrust hat und auch ordentlichen Schaden. Vergleich mal mit der Hornet, da hat sie 1,5 Feuerrate mehr und auch einen Schaden mehr. Also ich mir gedacht, jo, den nehmen wir mal. Die Rentierarmbrust gibt es auch noch. Das sind eben alles 6-Sterne-Waffen, wobei ich mich jetzt da nicht so drauf verlassen würde. Also 5-Sterne-Waffen sind da, glaube ich, auch noch vergleichbar. Ja, es kommt immer auf den Spieltyp drauf an. Dann die Pistolenarmbrust hier, die hat nur 35 Feuerrate, aber dafür 35 Schaden. Trotzdem gegen so eine Maschinenpistole wie Falcon und Piranha, glaube ich nicht. Und bei der Rüstung, das würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Also ich bleibe bei meinen 140, weil dieses Outfit auch irgendwie hässlich ausschaut. Dann jetzt noch viele Nahkampfwaffen. Das und nichts mehr, genau. Ja, die sind jetzt auch total OP, wenn man es mal mit der Axt vergleicht. Die hat 150, 40 bei Schaden und Speed. Der Schwert hat 168 und 33. 165, 36 hat es. Das hat 46% Schaden und 43 Speed, also mehr Speed, aber viel weniger Schaden. Die Ork-Keule 171 Schaden und dafür 129 Speed. Hat trotzdem eben so viel Schaden. Und der Zentauren Käferhammer. Der hat eben 182 Schaden. Das sind dann Max ab 202. Und Speed aber dafür nur 26, 6, 7. Aber ich bleibe auch bei der Axt, weil die hat auch eine viel bessere Mobilität. Und zumindest im Gegensatz zu denen. Und die würde ich mir sowieso nicht kaufen, wenn dann eine von denen. Aber das mache ich auch nicht.
Ne, jetzt gibt's auch keine neue, ja. Und mit der Magazinarmbrust werde ich eben schon mal spielen. Die habe ich auch gleich max geupgradet. Die hat jetzt 37 Schaden, 18 Rückstoß nur und 91,5 Feuerrate und 190 Magazin. Auf Entfernungen ist sie nicht so gut, weil das Fadenkreuz sehr weit auseinander geht. Aber ansonsten ist sie gar nicht so schlecht. Also für die Entfernungen ist die Kondorarmbrust, finde ich, deutlich besser. Ach, und jetzt ist wieder der Kack hier. Moment. Gehen wir da nochmal rein. Aber diesmal vergessen wir unsere Autoheilung nicht hier. Das ist wieder so ein Bug oder keine Ahnung, warum das so ist in BF. Dass da jetzt immer, wenn man sich einloggt, die Autoheilung also aus der Aktionsliste ist. So, man hört schon jetzt, wenn man schießt. Hört sich eigentlich so an wie die normale Armbrust eben. Nur, dass die Schüsse viel schneller fallen. Okay. Nur, dass die Schüsse viel schneller fallen. Ja, also eher eigentlich, finde ich, für den Nahkampf. Für den Fernkampf ist eher die Kondor geeignet. Hier kann man nochmal schauen. Auf die Präzision hat eben nur 93. Kondor hat... Okay, die Kondor hat noch wenig. Achso. Ja, bei der Kondor da ist eben die Feuerrate so niedrig. Und wenn die Feuer... Feuerrate so niedrig ist, geht das Fadenkreuz immer wieder von allein zusammen. Darum ist die präzise. Und wenn die Feuerrate mehr ist, dann geht eben das Fadenkreuz nicht wieder zusammen. Darum muss man eher immer nur einzeln schießen. Und wenn die Waffe mehr Schaden macht, dann ist es eben sehr viel effektiver. So, VIP-Lager 4 vs 2, naja. Mein Gott. Ja, die Nate hat schon mal ordentlich gezogen. Wow, ich habe ihn erwischt. Ich habe gar nicht auf ihn gezielt und trotzdem habe ich ihn deutlich erwischt. Das finde ich nicht so. Und jetzt... Spawn Camping. Ich habe noch alle Leben gehabt. Was? Nein, kick mich nicht. Kick mich nicht. Für Brechtelbe wurde ein Kickboot aus dem folgenden Grund gestartet. Kann ich da auch abstimmen? Kick mich nicht. Ja. Nur einer von fünf. Dankeschön. Wie jeder stimmt noch einer für mich. Also, dass ich gekickt werden soll. Das ist der Nachteil an diesem Kickboot-Dings. Der eine Nachteil, dass... Ach, nee. Ja, das... Alter. Für den mache ich jetzt den Kickboot hier gleich. Deine Mutter. Alter! Nates wieder hier werfen, oder? Dieser Ötti. Ja, ich darf bleiben. Danke. Ah, komm. Ah, den erwische ich hier mit der Pistole und jetzt leftet er in der Zoll. Ich habe hier keine Muni mehr. So, ich muss eher näher ran. Jetzt wurde Zeit. Ja, ach, das ist wieder so ein Loop. Der nichts macht, außer... Nightwerfer und runterhüpfen, oder? Ja, mein Kill war das. Jo, so ist die Waffe gar nicht so schlecht. Ja, sie heißt doch zu Recht Magazin am Rüst. Man sieht hier gleich das Magazin und hat auch 35 Magazin, also... Nicht wenig Hund. Hat für als... Alter! Beide haben nur noch ein HP. Beide! Alter! Komm. Und
hat eben für eine Armbrust auch sehr schöne Feuerratte. Ihr seht schon, wie schnell der jetzt seine Rüstung verloren hat. Das war durch mich und durch meinen Teamkollegen. Der hatte die X-Armbrust. Ich neige mir dazu, X-Wing zu sagen. Weil der so aussieht wie so ein X-Wing aus Star Wars. Immer die... ja, dieser X-Wing. Und ich... also aus meinem Team habe ich irgendwie alles sau viel Assists. 12, 12, 14. Echt witzig. Wow, win. Gut. 50, 45. War gar nicht so deutlich. 10 zu 4 KD. Bin ich jetzt mal für die erste Runde von heute. Ist es jetzt gewesen. Dafür sehr zufrieden. Warzone. Raum voll. Wieder der Bug gewesen. XP vor. Hier will so eine Kacke. Ach. Das die Raub ist voll. Da steht 4 vor 6, Alter. Mario 64. Ah, toll. Jetzt bin ich im guten Team, aber... ich müsste eigentlich ins Blau Team, aber... was ist das denn für eine Map? Ach, ist das eine Jump'n'Run-Map? Ah, das soll gleich ein Jump'n'Run sein. Ups. Jo, suchen wir mal weiter eine Map hier, eine gute. Nee. Komm. Bitte, sei nicht voll. Yes. Gehen wir zum schlechten Mal rüber hier. Und 2 versus 1. Beziehungsweise, ja, jetzt ist Runde vorüber und jetzt leften alle. Dankeschön. Scorpion. GSG 9. Die sind schön, GSG 9. Oh, gut. Aber auf Scorpion. Keine Ahnung, ich mag die Map Scorpion nicht, weil, keine Ahnung, das sind immer so. Immer längere Teilabschnitte und keine Ahnung. Insgesamt, ich kann auf der Map einfach nicht gut spielen. Hier eine Nachmache von VIP-Lager, wie ich erkennen kann. Okay, jetzt habe ich... Flagge ist wieder dieser Bug oder was auch immer das ist. Zack, 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 zack. Hier, das sollte doch ein Triple Kill sein, oder? Yes! Komm! Toll, ich bin natürlich im Loser-Team. Ich brauche Siege im CTF-Modus, keine Niederlagen. Komm. Zuck, zuck, zuck. Ah, ich war genau in seiner Schussbahn, da muss er mich praktisch... Oh, Alter! Nein, das ist eine... das ist ein billiges VIP-Lager. So sieht man, dass es ein billiges VIP-Lager ist. Spawns sind nach außen gerichtet. Sprich, wenn man einfach gerade ausläuft, nachdem man gespawnt wird, fällt man runter. Finde ich persönlich einfach nur Schrott. Ist beim normalen VIP-Lager Gott sei Dank nicht so. So, jetzt sehe ich auch wieder. Mit Life. Kann hier bei ein bisschen killen. Und zack. Ah, ja, der muss mich kriegen, der musste mich an der Nase kratzen. Ah, der kommt zu früh. Ich wollte eigentlich da noch Nade reinschmeißen, wenn der kommt, aber wir sind schon zu früh gekommen. Komm, yes.
Und weg. Jawohl. Klasse. Nee, ach nö, wieso habe ich denn die Flagge? Ist auch noch eine. Hier ist eben so, wenn der Gegner genau vor dir ist. Ja, keine Chance, es sei denn, er hat auch die Waffe. Weil du eben so draufballern kannst. Man sieht richtig die Pfeile drin. Das ist einfach geil und ich hoffe, ich werde hier nicht gekickt. Aber jetzt sind es noch zwei im Gegnerteam. Und es dauert mir zu lang. Sniper, voll. Eine kleine Teilrunde vielleicht noch. Eine kleine. Rigsage. Ah, toll, jetzt bin ich wieder bei dem Team. Das ist ein Reflex, tut mir leid, Dabo. Aber das sieht mir nach einem Champion aus. Nö. Also man kann zumindest Jump'n'Run machen. Es gibt aber auch diesen Weg. Und die Map sieht mir nicht nach einer ernsten Map aus, immer. Hallo. Was? Es gibt zwei Gegner? Ach, ist der Shadow zu dem rübergegangen? Lol. Also, ich meine, finde ich gut, dass er das gemacht hat, aber damit habe ich halt nicht gerechnet und ich habe es gar nicht mitbekommen. Und darum war ich überrascht, als ich einmal von beiden Seiten beballert wurde. Nein, ach, was war das? Ich bin da irgendwie hängen geblieben und den zieh ich, nein! 2 vs 1, komm, das geht schon. Jetzt sollte ich vielleicht mal andere Waffe nehmen hier. Golden AK könnte ich immer. Ja. Yes. Ah, Mist. Ja, so kann ich sie nicht treffen. Jetzt, allerliebste Gegner, so kann ich euch nicht treffen. Zack. Zack. Aha. Was sind denn die jetzt? Hier und hier. Aha. Zack. Ah, er mit der Spider, der hat ja eher Vorteile. Aber ja, Orion ist hier gut, denke ich. Mit der Orion kann ich hier was eben was anfangen. Ja, ich habe immer nur Einzelschuss gemacht, ich hätte mal länger draufhalten müssen. Mm. Na, der wirft mir jetzt nicht rein. Oder ich zu ihm raus. Ah, er hat die Armbrust, dann kann ich so machen. Nein! Ich habe einen Tick zu, beziehungsweise ich habe gar nicht zu spät geklickt, aber so wie er geschossen hat, ja, danke. Musste das denn jetzt wirklich sein, mein Herr? Ich höre dich doch. Ich weiß, dass der andere da auch irgendwo ist. Aber den kann ich im Moment mal einmal ganz kurz den Arsch geleckt bekommen. Danke. Ihr wollt snipen? Ich
werde snipen. Aber nicht in diesem Haus. So, denn hier bin ich geschützt und hier ist ganz sicher kein Gegner. Hier kommt man nämlich nur durchs Portal rein. Oder von oben, aber da kann man nicht rein. Zack, und nein. Warum lädt es denn ausgerechnet jetzt? Warum denn genau jetzt? Jetzt muss ich da schnell mal runter. So, Autoheilung lässt mich überleben. So. Ah, Mann, warum lädt es jetzt? Was? Ja, ich habe lädt geschrieben und jetzt ist jetzt... So, jetzt. Jetzt komm. So. Jawohl. Jetzt habe ich dich. Nicht. Ah, da. Und er wechselt die ganze Zeit zwischen seinen Waffen. Und ich höre das. Und, Alter, ich habe den doch mit der Axt voll getroffen. Was? Ja, gut. Danke dir. Danke. Denn ich dachte schon, der ist tot, aber mein Teamkollege hat mir da hervorragend geholfen. Einen guten Dank dafür. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Sorry, aber muss sein und ist nicht, weil du von hinten kommst. Ja, merke ich. Aber ich musste schon, dass mich die Nate nicht erwischt. Darum war das ein bisschen failig gerade und jetzt kann ich hier mal... Hallo? Ich würde gern... Was? Ja, komm doch! Hinter dir! Es tut mir leid. Ich war nicht schnell genug. Toll, jetzt führen diese fucking Leute wieder... Ja, er hat den Vorteil, er kann von oben auf mich ballern. Und ich hoffe, er wird da oben jetzt nicht kämpfen. Aber selbst wenn, dann bist du jetzt tot. Was? Warum zieht es mir? Kann man jetzt... Haben die das durch ein Dings behoben oder was? Kann man jetzt nicht mehr... Nicht mit seiner Hand explodieren lassen. Los, ja. Noobknecht, ja. Muss ich jetzt noch mal ganz kurz austesten. So, ich mache jetzt nur noch ganz kurz. Dann war es das auch schon hier. Ich will nur mal einmal sterben, oder? Natürlich muss ich auch ein bisschen killen. Zumindest ist es bekommen. So, jetzt... Ich habe Spawnschutz. Schon zieht's mir jetzt. Ja, okay. Also scheinbar wurde das behoben, dass man jetzt hier nicht mehr mit Spawnschutz die Granate in der Hand haben kann. Hätten sie vielleicht sagen sollen, denn ich habe jetzt hier... habe mir dann Heiltrank... Ja, verschwendet sozusagen. Naja. Egal. Jo, ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal und hoffe, euch hat's gefallen.